So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im letzten Part haben wir den Feuertempel gestartet und möchten jetzt hier durch diese Tür gehen, wo wir zuletzt den Zeitblock verschoben haben. Mal gucken, was sich dahinter befindet, nicht wahr? Ah ja, ein weiterer Grone. Wunderbar, haben wir schon den dritten oder so, ne? Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Danke, lass mich dein Geheimnis verraten, Vertrauen. Wände, die du mit den Blumen der Goron zerstören kannst, klingen anders, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Na, vielen Dank für den hilfreichen Tipp. Dachte ich mir aber schon. Kommt man sich erahnen. Und ein weiterer kleiner Schlüssel. Und ich glaube, jetzt können wir durch die Mitte, ne? Jetzt können wir, glaube ich, durch die Mitte mit den Schlüsseln eventuell, weil viel was anderes bleibt ja gar nicht mehr. Großartig. Viel haben wir an der Stelle nicht mehr zu tun. Mir fällt jetzt nur noch die Mitte ein, die, glaube ich, durch Schlüsse versperrt wurde, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott, Hilfe. Runter von dem Lavasee. Runter von dem kleinen Magmasee hier. Muss ja nicht sein, dass wir hier höllische Qualen erleiden müssen. Muss nicht. Kann man mal machen, muss man aber nicht. So kann man es, denke ich, sagen. So, stattdessen... Weiter geht's hier. Weiter geht's in die nächsten Räumlichkeiten. Die können mir mal gestohlen bleiben, die kleinen Flattermänner hier. Und auf jeden Fall kommen wir da schon mal einer verschlossenen Tür näher. Die Tür war fest verschlossen. Du guckst schon sehr verdrossen. Ja, guck mal. Da ist auf jeden Fall ein spannender. Ein spannender Fall. Vom, wir können uns hier an der Wand hochklettern. Das sollten wir mal machen. Da sollten wir mal gucken, wo wir rauskommen, was wir tun können, wie es weitergeht, ne? Einmal einen kleinen Überblick verschaffen. Das wäre eine gute Sache. Gegner klatschen, auch nicht schlecht. Und dann denke ich mal, sollen wir vermutlich diesen Block mal in die Lava befördern. Habe ich so im Instinkt, ne? Habe ich so im Urin. Das ist der Urinstinkt, ne? Urinstinkt. Der Urinstinkt eines Zelda-Spielers. Und dann schieße mich hoch. Man schieße mich in die Sphären des Feuertempels. Ah ja, guck mal. Gut, dass wir zwei Schlüsse haben, ne? Sonst wäre das mal wieder vergebens gewesen. Aber scheinbar haben wir mal alles richtig gemacht. Kommt selten vor. Aber es kommt vor. Darf man nie vergessen. Dass das auch mal vorkommt bei so einem Pflasti, ne? Oh, der Kollege, okay. Den Kollege machen wir auch mal platt hier. Ist ja kein Thema. Dann hüpfen wir mal hier rüber, weil ich glaube, macht denn das hier? Was macht denn das? Ja, es macht Feuer aus. Feu macht's aus. Gut zu wissen. Erstmal noch nicht relevant für uns, ne? Bevor wir den Block hier nicht ordnungsgemäß verschoben haben, macht das, glaube ich, gar nicht viel aus. Denn ohne kommen wir nicht weit. Ohne kommen wir hier gar nicht so weit. So, hier soll der Block hinein. Dann können wir da wahrscheinlich irgendwie hochklettern, ne? Ich denke, ich sehe, wo es raus hinaufläuft. Vielleicht können wir das sogar taktisch lösen. Indem wir hier so ein Bämmchen platzieren. Dann laufen wir schon mal los. Dann haben wir uns nämlich schon mal ein bisschen Zeit gespart. Die eventuell wertvoll sein könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie wertvoll die sein wird, aber... Oh, die ist sogar sehr wertvoll. Okay. Okay. Die Frage ist doch... Genau das wollte ich nicht. Ich wollte gerade sagen, kann man nicht hier ein Bäumchen fallen lassen? Genau. Machen wir es uns halt ganz einfach, ne? Was soll denn der Geiz? Werfen wir halt von ganz oben eine Bombe herab. Ah, ganz von oben herab, du. So klappt es nämlich auch. So wird ein Schuh draus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, eventuell haben wir schon was vergessen. Doch, ich gucke, glaube ich, noch mal einmal zurück hier. Ich gucke noch einmal zurück, vorsichtshalber, in dem Raum. Ich habe so eine Vermutung. Wenn es nicht stimmt, dann steinig mich.
habe hier hinter... Na, okay. Steinig mich, ist okay. Wir sehen uns gleich oben. Gut, ein unnötiger Fauxpas meinerseits. Mit dem das Spiel gerade gar nicht klarkommt. Hallo? Okay, jetzt kommt's wieder klar. ja, klitzekleiner Fauxpas meinerseits. Ich dachte vielleicht, da käme man noch weiter hinter dem, wo das, wo das Feuer brennt, da hinter der Kletterwand. Ich dachte, da käme man vielleicht weiter. Sollte nicht sein. Aber gut, wieder was gelernt, ne? Wieder was gelernt. Ist nicht der Fall. Ist ja nicht schlimm. So, so oft sollten wir uns jetzt auch nicht vom Felsen treffen lassen. Das wäre auch ganz schön. Aber hier befreien wir erstmal einen Goroni. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewarnt. Besitzt das Relikt der Kronen, kannst du sie zerschmettern. Na, das ist ja herzallerliebst. Das ist ja herzallerliebste Wissen. Was hast du hier versteckt in deinem Kämmerlein? Einen weiteren kleinen Schlüssel. Das ist auch herzallerliebst. Das nehme ich gerne an. Dieses Geschenk nehmen wir gerne an. Und dann schauen wir mal, wo wir hier noch durch können. Wo wir hier überhaupt langkommen können. Ist ja auch nicht so ganz offensichtlich hier, ne? Ist noch eine Tür. Und ich höre eine Skulltula. Ich höre eine Skulltula. Wo mag diese nur sein? Wahrscheinlich oben, oder? Komme ich so nicht hin. Ich will hier nichts verpassen, deswegen gucken wir uns nochmal ganz kurz um. Hier ist nämlich noch ein Raum für einen Schlüssel. Den sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Okay. Interesting. Und da oben habe ich doch ein Auge gesehen irgendwo, ne? Da ist der Schlawiner, der mir das Türchen hier öffnet. Und mal sehen, was sich dahinter befindet. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ein guter Weg. Karte vielleicht? Oder ist das Dungeon Item? Ne, ist die Karte. Map heißt Karte. Woo. Wunderbar. Nehme ich gerne. Und hier haben wir dann halt noch eine Schlüsseltür. Mal gucken, wann wir einen weiteren Schlüssel ergaunern können. Wird schon sich noch ergeben. Vielleicht mit der anderen Tür da, die wir noch haben. Vielleicht ist da noch ein Schlüssel hinter versteckt. Möglicherweise. Ich kann gerade sagen, der wird mich gleich erschlagen. Aber Gott, ich renne ihm einfach volle Kanne in die Arme. Sag mal. Ah, jetzt haut er ab, der Feine her. Ist okay, ich habe verstanden. Ich habe schon verstanden. Na ja, gut. Gucken wir mal, haben wir hier noch einen weiteren Büro mit Schlüssel? Scheinbar, ne? Ja gut, hätten wir erst hier lang gehen können und dann den anderen Weg, aber macht ja nichts. Und wieder mal haben die Qualen ein Ende. Hast du Feuer gefangen, so schwing dein Schwert oder rolle dich über den Boden, so löscht du es schneller. Na, das ist ja so herzallerliebst. Vielen Dank für diesen netten Hinweis, diese netten Tipps. Ich nehme sie gerne an. Und der nächste Schlüssel ist in unserem Besitz. Gut. Gut, würde ich sagen, gut. Besser geht's ja fast nicht. Besser geht's fast nicht. Gut, wir hätten, wie gesagt, der eine Stelle hätte man anders lösen können. Wir hätten erst das holen können und dann hier durch, aber ist ja auch egal. Ist ja ganz ehrlich, ist ja offen und ehrlich scheißegal. So ein bisschen verlaufen muss man sich ja auch mal dürfen, ne? So ein bisschen zumindest. So minimal ein bisschen darf ich das, oder? Ich meine, ich denke, ich spiele schon ganz gut. Aber so minimal ein bisschen, das darf schon sein. So, schwingen wir uns hier rüber und da kommt die Feuerwand nämlich näher, genau, das wusste ich noch. Das hatte ich noch so im Kopf. Maximal unnötig, aber gut. Okay, nehme ich so in Kauf. Was anderes kann ich eh nicht machen, ne? Was anderes kann ich an dieser Stelle eh nicht machen. Stattdessen schwingen wir uns hier rauf und gucken mal, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? Oh, wir kriegen gleich das. Ich glaube, wir kriegen gleich das Dungeon-Item, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, dürften wir es gleich bekommen. Aber erstmal könnten wir uns hier in den Boden sprengen, glaube ich. Das wirkt so verdächtig. Das wirkt so minimal verdächtig. Sollten wir mal austesten. Macht er jetzt auch einfach.
Er ist ein richtiger Macher, der Flasti, ne? Ja, spring. Oh Gott. Gut, ich, ja, es war fast ein bisschen kritisch, hier runter zu springen, aber hey. Aber hey. Alles nochmal gut gegangen, ne? Hallo, die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, wenn sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Verwende die Blume der Goronen und du wirst auch diese Gegner bezwingen. Okay, danke. Thank you for the tip. Schlüssel. Weiterer Schlüssel nehme ich an. Was soll es sonst sein, ne? Was, wenn kein Schlüssel? Wäre ja auch gelacht. Gut, hier waren wir schon mal. Dann wollen wir nochmal zurück. Da wollen wir, glaube ich, zurück. Und mal diesen einen Schalter da noch betätigen, den wir schon gesehen haben. Viel mehr was anderes bleibt uns auch gerade gar nicht, weil sonst sind wir aufgeschmissen. Weil sonst wüsste ich gar nicht, wo es weitergehen soll. Wenn wir das jetzt nicht machen täten. Wenn wir das jetzt nicht machen könnten. So, aus der Tür kamen wir. Da werde ich so nicht rankommen, ne? Das können wir, glaube ich, knicken. So, vielleicht. So, du schmeißt mich hier bitte nicht runter. Das wäre Herz allerliebst. Dankeschön. Runterfallen wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte. Und da haben wir ein weiteres Türchen geöffnet. Quasi wie beim Adventskalender. Ist die Frage, sollen wir hier schon runterspringen oder ist hier oben noch irgendwo was? Ich prüfe mal. Ah ja, guck mal, da steckt der Goroni. Dann ging es um den Kollegen, ne? Dann ging es eigentlich nur um den Kollegen, ja. Hallo, Monsieur. Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst, versuch es mit der Ocarina. Was mag denn das heißen? Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Noch ein Schlüssel? Ah doch, ich weiß wo. Ich habe gerade überlegt, wo brauchen wir denn noch einen Schlüssel? Aber doch, ich weiß wo. Ich weiß wo. Da wo wir gerade schon mal waren. In dem Hitzeraum, wo die Feuerwand angegriffen hat. Da konnte man doch noch was anderes machen. Da konnte man doch noch ein bisschen was anderes machen. Da war doch noch ein Raum, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Und der war verschlossen und wir hatten keinen Schlüssel zu diesem Zeitpunkt, als wir dort lang spaziert sind, marschiert sind, wie auch immer. Daher können wir jetzt hier durch und sollten Schlüsselis verwenden dürfen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Genau da oben möchte ich nämlich hin. Da oben ist ein Räumchen. Da möchten wir hin. Weiß nur noch nicht genau, von wo aus wir das machen können. Aber es wird wohl machbar sein, oder? Komme ich einfach so hoch? Ja, komme ich. Okay, gut. Habe ich jetzt auch nicht so mitgerechnet, aber wenn es klappt, dann klappt es immer, ne? Es läuft. Es läuft, Freunde. Es läuft. Flüssig. Solange kein Leck kommt. Aber gut. Ah, ja. I understand. Was willst du hier von mir? Schau hier herunter. Ist das nicht der Raum, in dem wir Darunia getroffen haben? Ah ja. Spektakulär. Spektakulär. Dann wissen wir, glaube ich, auch gleich, was zu tun ist, ne? Es ist doch diese Säule, über die uns der eine Goroni informiert hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Sag mal. Sag mal. Hallo, sag mal. Sag mal, wollen wir uns mal? Wollen wir uns mal einigen? Danke. So, Feuerwände überall. Die Wände sondern grünen Schleim ab. Nein, das ist Gott sei Dank nicht, aber ist auch nicht besser, wie es hier vonstatten geht, ne? Ist nicht unbedingt besser. Das dürfte jetzt der Kompass sein. Kompass? Was anderes kann es eigentlich fast nicht mehr sein. Weil das Dungeon-Item, da weiß, wie der Raum aussieht. Ist der Kompass hier wunderbar. Wie sieht es denn gerade aus auf der Karte? Ja, ganz solide, würde ich sagen. Ganz solide. Ich denke, wir haben schon gut was gemacht. Wir haben schon einen guten Weg gemacht, ne? Felsen? Monsieur Felsen? Wir wollen heute nicht miteinander interagieren. Das fände ich nicht so toll. Das fände ich nicht so töfte. Lassen wir es heute mal bleiben. Ich liebe dieses Feuerlabyrinth. Das ist mein absoluter Lieblingsbereich des Spiels.
Ich habe das Gefühl, diese Tür hier, die will mich erschlagen. Könnt ihr es fassen? Ich auch nicht. Aber es ist so. Klingt komisch, ist aber so. Doch diese Tür hier will mich erschlagen. Eiskalt. Eiskalte Türchen hier. Eiskalte, ganz schlimme Türen. Aber da haben wir eine Tür, die ist verschlossen. Und verschlossene Türen heißen, glaube ich, dass sie nicht fake sein können, oder? Können die verschlossenen Türen eigentlich fake sein? Nee, ne? Das bezweifle ich ganz stark jetzt mal. An der Stelle behauptet. Daher müssen wir vermutlich hier hinein. Einmal hinein. Gucken wir mal, was es hier gibt, ne? Oh, einen weiteren Garoni. Können wir den denn befreien? Hat der denn seinen Schalter hier? Hallo? Okay, dann halt nicht. Dann halt heute nicht. Ist das der Schalter von dem Gewohn da hinten? Ist der so weit entfernt von dem? Ist der ernsthaft so weit entfernt? Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber könnte auch durchaus sein. Leggy, leggy, leck, leck. Schalter drücki, drücki, drück, drück. Ah, nee. Ist doch ein bisschen anders als erwartet. Boah. Naja, wo kommt man durch? Okay, wir suchen uns erstmal den Weg, der uns sicher hindurch manövriert. Okay, es ist gar nicht so schwierig. Wenn man es denn einmal weiß, ist es gar nicht schwierig. Man muss es nur wissen, ne? Dass man halt nicht in die nächstgelegene Sackgasse rennt. Dann wird's einfach. So nämlich. Meine Güte. Schlimmer Raum. Ganz, ganz schlimmer Raum irgendwie. Aber gut. Bomben, das heißt vermutlich, wir sollten mal die Bomben hier auf X legen, dann wird es einfacher für uns. Momentchen mal, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, die springen wir in die Luft. Ha! Ich hab's geahnt. Ich hab's ja sowas von geahnt. So, und hier haben wir hier. Die sollen noch mit Bomben besiegen, habe ich gehört. So habe ich es rausgehört. Ja. Verkloppen wir den mal ein bisschen. So, Kombi aus Pfeilen und Bogen macht es tatsächlich ganz gut. Kuppel. Aber wenn wir nah genug dran sind, können wir ihn natürlich auch mit dem Schwert attackieren. Aber nur bei nahe genug dran sein. Mal gucken, wie oft wir das machen dürfen, müssen, sollen. Dass er sich verfärbt, zeigt mir aber schon mal, dass wir auf einem guten Weg sind, ne? Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg dahin. Dass wir ihn gleich platt machen könnten. Ich wollte gerade sagen, der explodiert doch gleich. War ein bisschen spät gemerkt, aber hey. Aber hey. Besser spät als nie. Und dann gucken wir mal, wo es geht hier. Mich irritiert nur eine Sache. Das war, dass wir da unten noch nicht alles gemacht haben. Das könnte irritierend wirken, das könnte verkehrt sein, aber wir gucken mal. Wir gucken mal weiter. Vielleicht müssen wir da auch einfach wieder immer mal das Dungeon Item haben. Und wenn nicht, dann gucke ich mir erst nochmal an. Wir kriegen das schon hin, ne? Wir kriegen diesen Tempel schon gedeichselt. Wir haben auch noch. Also in diesem Part werden wir ihn nicht schaffen. Garantiert nicht. Der ist aber auch lang. Der Tempel ist aber auch unfassbar lang, habe ich so das Gefühl. Aber wie gesagt, die Tempel werden jetzt immer länger. Und daher ist das auch in Ordnung, wenn die jetzt sich über drei oder mehr Parts erstrecken sollten. So. Darum ist nämlich das Dungeon-Item und jetzt heißt es Kontrolle bewahren. Boah, es klappt besser als ich dachte. Das hat super geklappt. Wow. Wow. Also, ich bin erstaunt über mich selbst gerade. Dass das so gut geklappt hat, hätte ich niemals erwartet. Und da ist er, der Stahlhammer. Wow. Also, ich bin unfassbar begeistert von mir selbst. Gut, nehme ich natürlich so gerne hin.
Den Hammer setzen wir auch gleich mal ein, hier statt der Bombe. Und schauen, wo es uns hinführt, ne? Schauen, wo es uns hinführt. Den machen wir noch frei. Hier sind noch ein paar Gegner und dann würde ich sagen, beende ich gleich den Part. Eigentlich war mein Ziel auch nur, den Hammer zu bekommen. Dass es jetzt so schnell geklappt hat, hat mich aber dann doch ein bisschen irritiert und verwundert. Daher gibt es noch einen kleinen Bonus oben drauf. Und jetzt soll es aber wirklich gewesen sein mit dem Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es so ist, gebt gerne einen Däumchen nach oben. Schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye, bye.